Hallihallo zum Video Registration oder auch Registration. Wenn wir keyboarden, dann wollen wir natürlich, dass unsere Songs den bestmöglichen Sound haben und die vorhandene Technik möglichst voll ausgenutzt wird. Hierzu gibt es bei Keyboards ja massig Einstellmöglichkeiten und in weiteren OK-Videos immer wieder so einiges zu lernen. Ein sehr wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Nutzung des Registrationsspeichers, den die meisten Keyboards haben. Eine Registration, englisch Registration, ist nichts anderes als eine abgespeicherte Kompletteinstellung des Keyboards, mitsamt allen Einzelheiten wie Style-Auswahl, Tempowert, Voice-Auswahl, Transposition, Lautstärke-Mischungen, Effekteinstellungen und vieles mehr, abgelegt auf einem einzigen Speicherplatz, also einem Knopf oder einer Taste am Keyboard. Sozusagen eine Momentaufnahme, wie das Keyboard gerade eingestellt, also registriert ist. Bei Yamaha Keyboards heißen diese Speicherplätze sinngemäß Registration, abgeleitet von Registratur, also Einstellung des Instruments. Bei meinem Yamaha Tyros 5 hier sehen diese Speicherplätze so aus. Und wenn ich jetzt möchte, dass meine momentanen Keyboard-Einstellungen, also zum Beispiel dieses Saloon-Piano hier, auf einem dieser Registration-Speicherplätze hier abgelegt werden, ja dann mache ich eben eine Speicherung in einen dieser Plätze hier hinein, zum Beispiel in den Platz 1. Zack, erledigt. Und kann dann ganz einfach eine andere Einstellung, zum Beispiel diese Trompete hier, eben auf einem ganz anderen Registration-Speicherplatz ablegen, zum Beispiel auf Platz 2. Und kann dann wiederum zwischen den beiden Plätzen hier hin und her wechseln. Bei anderen Keyboard-Herstellern oder Keyboard-Modellen können natürlich auch völlig andere Namen für die Registrations verwendet werden. Etwa User-Speicher, User-Memory, Program, Set, One-Touch, Performance, Storage, Anwender-Preset, Szenen und sicherlich noch viele weitere. Aber aufpassen! Den Registspeicher bitte niemals mit dem Songspeicher des Keyboards verwechseln, in welchem nur abspielbare Lieder gespeichert werden. In welchem jedoch nicht die Keyboard-Registratur abgelegt werden kann. Die wird hier abgespeichert. Ich sage das deshalb, weil das viel öfters passiert, als ihr vielleicht gerade denkt. Registrations werden nämlich gerne mit dem Namen eines Songs gespeichert und dadurch leicht mit einem Lied an sich, also mit einem MIDI-File-Song verwechselt. Doch Songdaten sind Songdaten und Registraturdaten sind Registraturdaten. Schaut jetzt gegebenenfalls zunächst in eurem Handbuch nach, wie diese Registraturspeicher bei eurem Keyboard genannt werden und wo sie zu finden sind. Und was genau bringt uns das jetzt beim Keyboarden? Na ganz einfach. Wir müssen nur einen einzigen Knopf drücken und schon ist das gesamte Keyboard passend zum Song eingestellt und wir können gleich mit dem Spielen des Songs loslegen. Wir programmieren bzw. registrieren also unser Keyboard passend für einen bestimmten Song, speichern das Ergebnis.